Willkommen zurück! Jetzt kommt das große Finale. Wir werden uns gar nicht mal so lange aufhalten. Ich gehe gleich zu diesem tollen Automaten hier. Uns wurde ja das letzte Mal gesagt, wir sollten nach unten, also die entgegengesetzte Richtung, die der Pfeil zeigt. So. Gut. Wir haben Hörner, die können wir drücken. Wir haben Hebel. Also Hebel, da können wir wohl nichts machen gerade. Deswegen Horn. Do you want to go below? Okay. Okay. Ich nehme an, wir brauchen drei richtige. Das ist wieder das, was wir vorher hatten. Okay, so schwer ist das jetzt nicht. Na. Na. Es geht doch. Und jetzt den Hebel drücken. Damit er hier bei Hell ist. Aber er geht versetzt. Geschafft. Hey, was zum... Ah! Sieh mal einer an. Ich mach mal das kurz weg. So. Das sieht wirklich super aus. Ich wette, irgendwer will jetzt anfangen zu singen Je t'aime. Ich versuche ein bisschen die Musik zu übertönen. Ich habe wieder in den Einstellungen rumgespielt. Wir werden uns natürlich alles ansehen. Ich finde, das sieht super aus hier. Die Musik im Hintergrund erinnert mich wieder sehr an Gabriel Knight. Okay, wir machen einfach mal weiter. Nach dem Interludium. Informationskästchen. Ja, das ist ein Kästchen. Wow. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Ich war mal eine Zeit lang in Paris. Ich glaube, das heißt so viel wie suche die Frau. Immer doch. Und hier haben wir schon mal eine. Na gut, hier haben wir noch eine und noch ein paar. Und hier sehe ich das nicht. Ich glaube nicht. Hier haben wir überall Frauen. Hier auch. Aber wir gucken mal nach der hier. Ihre Hände sehen komisch aus. So, als würden sie etwas halten. Ja. Ihre Hände sehen komisch aus. Oh. Ihre Hände... Nein. Ich dachte schon, Ausgänge, da wollen wir noch mehr hin. Noch nicht hin. Rutsche. Über diese Rutsche bin ich hier unten gelandet. Aber so komme ich sicher nicht wieder hoch. Die Falltür ist zu. Okay. Wir gucken uns die Maske an. Wow. Solche venezianischen Masken habe ich schon mal gesehen. Diese hier ist wirklich wunderschön. Requisiten von berühmten Zauberern. Eine eindrucksvolle Sammlung. Zeig her! Sieht aus wie ein Flügel. Vielleicht ist es auch ein Cembalo. Wie romantisch. Na, was haben wir hier noch? Den Wahrsagautomat. Solche Automaten waren früher sehr beliebt. Sie sollen die Wahrheit offenbaren, wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen. Haben wir Geld? Wir haben Geld? Solche Automaten waren... Moment. Ich versuch's. Nein. Sollte das ein Hinweis sein? Okay. Herzdame. Das Spiel des Lebens? Ein weiteres Rätsel des Daedalus-Clubs. Ich muss es wohl lösen, damit ich hier unten irgendwie weiterkomme. Na, großartig. Wie es scheint, muss ich Schlüssel gewinnen, und zwar von drei Damen. Zu sehen, was dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt, benutze das Licht. Welches Licht? Das Licht hier unten ist doch schon an. Life is a maze, endless misdirection, like a master riddler shinning. Shinning a tale,
To win the game, you must first learn to see what is hidden from plain sight. Use the light, then ask the bearers of life. The queens win by trial keys from three and give to the fourth. And you will become up to your reward. Also das Leben ist ein Labyrinth mit ewigen falschen Richtungen. Wie der Meisterrätsler neue Geschichten erfinden, heißt Shinning, denke ich mal. Um das Spiel zu gewinnen, muss ich erst lernen, das zu sehen, was nicht vorhanden ist. Das Licht benutzen. Dann die Bewahrer des Lebens fragen, die Königinnen, und deren Urteil gewinnen. Erinnert ein bisschen wieder an Alice im Wunderland, vor allem mit diesen Zeichen. Ach, ich sollte nicht ins Mikro pusten, verdammt. Gut, wir schauen uns weiter um. Zu sehen, was die... Hatten wir schon? Statuen im antiken Stil, wahrscheinlich aus der Renaissance. Passt zu diesem Zimmer. Mit dem Cembalo, ein typisches Musikinstrument der Renaissance. Tja, ohne die Schlüssel komme ich da nicht rein. Ich muss sie finden. Hier haben wir wieder, glaube ich, etwas, dass sie etwas halten, was wir nicht sehen. Ah, ich sollte nicht ins Mikro pusten. Okay, wir haben Ausgänge, viele Ausgänge. Welche Ausgänge nehmen wir? Wir gehen einmal reihum, würde ich sagen. So wirklich im Uhrzeigersinn. Wow. Das ist echt genial. Wir sind im falschen Spiel gelandet. Ich habe nicht etwas mit Moor bestellt. Bretter. Oh, die Bretter sind mit schleimigem Moos und stinkendem Wasser bedeckt. Aber ich wüsste nicht, wie ich sonst auf die Plattform kommen soll. Oh, shiny, shiny. Auf der Plattform befindet sich ein grüner Schlüssel. Aber wie komme ich darüber? Da drüben ist ein grüner Schlüssel. Ich muss ihn kriegen, irgendwie. Okay, wir kommen hier wohl nicht weiter. Da komme ich nicht hin. Gut. Dann wieder zurück. Dann der nächste Ausgang. Okay, da kommen wir hier raus. Also den brauchen wir nicht zu versuchen. Der Ausgang. Super. Das sieht doch gleich viel romantischer aus als da drüben. Kein Pink nämlich. Pistole, Pistole, Pistole. Endlich Gewalt. Ich mag keine Pistolen. Und ich laufe sicher nicht mit einer herum, wenn ich nicht weiß, dass ich sie wirklich brauche. Opening was set of alarm. Okay. Ich mag keine... Okay. Sie will wohl nicht. Dann lassen wir die liegen, auch wenn es etwas merkwürdig ist. Dass wir die ansprechen können. Mal gucken, was wir hier haben. Cooles Bühnenzubehör. Das Hexers Sprüchebuch. Ich würde sagen, es stammt aus den 50er Jahren. Wanna roll dices? Um den zu verstehen, muss man The Witcher gespielt haben, glaube ich. Die sehen alle so aus, als würden sie etwas halten. Mit dem Bild ist irgendwas faul. Aber ich sehe nirgends Knöpfe oder sowas in der Art. Wieder Suche nach der Frau. Sie hat übrigens dieses Daedalic-Symbol. Nein, Quatsch, nicht Daedalic. Daedalus-Symbol. Hier, an der Hüfte. Also, kurz über dem Steißbein. Also, ja. Kiste mit Kettensäge. Sehr vertrauenserweckend. Ich war noch nie ein Fan von Horrortricks, aber ich muss sagen, diese Requisite ist echt gruselig. Trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre in diesem Raum bei. Gut. Eine eiserne Jungfrau? Eine eiserne Jungfrau. Reizend. Sie scheint offen zu sein. Eine offene Jungfrau. Wer hätte das gedacht? Ja. Verlassen ist eine Option. Frage die Karo 6. Könnte das eine Tür sein? Vielleicht sogar einen Ausgang? Okay, merken wir uns. Aber wir wollen ja nicht aufhören. Tierschädel. Ein großer Tierschädel. Wahrscheinlich von einem Hirsch oder einem Elch. Gibt's hier noch was? Wahrsagerautomat. Der nächste.
Ja. Noch ein Wahrsagerautomat. Noch ein Wahr... Ja, das haben wir schon. Gut. Pik Dame. Erstmal die Handschellen. Ah, wieder so ein Warnhinweis. Houdini. Handschellen. Sieht man auch nicht alle Tage irgendwo rumliegen. Wie könnten Sie mir weiterhelfen? Öffne es. Öffne, öffne, öffne. Geht das? Handschellen. Wie könnten... Nein, nur das. Da steht, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist. Ob das stimmt? Oh, 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 oh. Probieren, probieren, probieren. Handschellen. Wie können... Na gut. Dann gehen wir mal durch die Pik Dame. Da geht's wohl nicht raus. Oh oh. Hilfe! Hey! Sehr schön. Ich finde dieses Schachspiel toll. Also, der Raum sah sehr vertrauenserweckend aus. Aber wie man sah, alles nur Show. Zweiköpfiges Kaninchen. Ein zweiköpfiges Kaninchen? Was zum Teufel ist das? Diamant? Der Größe nach zu urteilen, muss das eine Fälschung sein. Oder etwa nicht? Oh Gott, ich klinge ja schon wie Mephistopheles. Wir klingen wie unser Erzfeind, das ist nicht gut. Der Daedalus Club hat ganz schön viele von diesen alten Rummelplatzautomaten. Und der hat nur Schach im Kopf. Der ist schlimmer als Sai aus Hikaru no Go. Schaukasten. Requisiten von berühmten Zauberern. Das sind Sammlerstücke. Mal wieder. Karo Dame. Oh, das dürfte interessant werden. In der Tat. Gibt's hier irgendwo Unterschiede? Ja, Ausgänge haben wir. Hier ist es kleiner und dort ist es größer. Ich kenne die Lösung natürlich schon. Ich mach's trotzdem noch nicht, weil ich mir erstmal hier alles ansehen will. Hier ist der Schalter und hier ist ein Gemälde und schaut mal hier oben über dem Gemälde, da ist nichts. Aber hier in dieser Spiegelung, da sehen wir etwas. Renn, Mädchen! Sie sehen so aus, als würden sie auf etwas zeigen, aber ich weiß nicht auf was. Okay. Und wir haben natürlich noch einen sehr leicht zu übersehenden Schalter. Mal sehen, was der macht. Auf dem Tisch steht, nicht drücken. Das klingt ja schon fast wie eine Aufforderung. Das Ausrufezeichen fehlt. Okay. Hier haben wir noch etwas. Glaub nicht alles, was du liest. Glaube nicht alles, was du liest. Glaube nicht. Ja, das können wir uns denken, was jetzt kommt. Wir müssen drücken. Wow, das ist ja cool. Ausgeklügelte Spezialeffekte, muss ich schon sagen. Und hier sehen wir jetzt auch die Zeichen. Und Karo 6 war es, glaube ich. Das hier, da kommen wir raus. Wollen wir ja nicht. Und hier sehen wir, das Gemälde hat sich geändert. Mal sehen, was jetzt da steht. Steht da dasselbe? Glaube nicht. Nein. Sind die Wahrsager anders? Das wäre interessant zu wissen. Auch nicht. Der Daedalus Club hat ganz... Okay, warum auch immer die da sind.
So, Gemälde nochmal. Left and right, alternating wins the game. Hier steht links, dann rechts. Abwechslung ist Trumpf. Wähle den Ausgang, der dein Ziel am weitesten entfernt erscheinen lässt. Immer nach links. Immer nach rechts. Vier unterschiedliche Anweisungen. Klingt so, als wären hier Richtungen gemeint. Ja, wir sollten ja nur nach der Frau suchen. Die haben wir hier und die gibt uns diesen Hinweis. Und die Suche, die findet ja hier statt, in dieser Karo-Dame. Und wir sollen immer den Weg nehmen, der am weitesten weg ist. Und wenn etwas weiter weg ist, ist es kleiner. Es ist allerdings so, ich sehe gerade, dass hier das zufällig ist. Weil vorhin war hier das Größere und hier das Kleinere. Aber wir werden das einfach mal machen. Ich finde die Spiegelung in diesem Spiel so toll. Kann man zurück irgendwie? Nein, man kann nicht zurück. Weiter. Und noch weiter. Und noch weiter. Und noch weiter. Ich habe hier gerade nicht viel zu erzählen. Ah, jetzt sind wir da. Ornamente? Was? Okay, Schlüssel. Plattform. Da ist der orangene Schlüssel. Keine Indiana Jones jetzt, bitte nicht. Ja, der orangene Schlüssel. Gut, wir kommen hin, hier lang. Hört mich jemand? Das ist ja Helena, was macht die denn hier? Sie ist die Verräterin. Okay, ja, was dem Ziel am weitesten entfernt scheint und je weiter man weg ist von der Sonne, also vom Licht. Nee, Quatsch, was sage ich? Jetzt sehen wir ja keinen Gegenstand, sondern einen Schatten. Wird ein Schatten größer oder kleiner, je weiter weg er vom... verdammt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ich und mein großes Maul, ja. Ein Schatten wird größer, je weiter weg es ist, also? Oh, das war der falsche Weg. Ich muss Helena finden. Hä? Ach, das war nicht ihr Schatten, das war sie selbst. Okay. Hey! Ich komme hier nicht raus! Ja. Wir gehen einfach mal weiter. Wie kam ich denn auf Schatten? Ich weiß es nicht mehr, aber egal. Verdammt! Ich will hier raus! Hallo? Hast du dich verirrt? Ich kann zu dir kommen, wenn du tust, was ich dir sage. Ich will lieber, dass sie still stehen bleibt, weil ich gerade nicht weiß, was hier links und rechts ist. Also ich weiß schon, dass hier ist links, dass hier ist rechts, aber nicht von ihr aus gesehen. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Na, ich darf nicht reden, wenn sie redet. Das geht nicht. Und weiter im Text. Und weiter im Text.